Revolution Chemnitz haben sie ihre Gruppe genannt. Nach dem NSU und der Gruppe Freital nun schon die dritte rechte Terrorzelle in Sachsen. Die 7 Männer, die heute festgenommen wurden, sollen bewaffnete und gewalttätige Übergriffe auf Ausländerpolitiker und Journalisten geplant haben. Ein 8. Mann, der mutmaßliche Redelsführer, sitzt bereits seit über 2 Wochen in U-Haft. Am Nachmittag wurden die Beschuldigten zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht. Der Vorwurf: Verdacht auf Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Die Kommunikation belegt, dass die Beschuldigten sich zusammengeschlossen haben, um gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge nicht nur auf Ausländer, sondern insbesondere auch auf politisch Andersdenkende zu verüben. Außerdem sollen sie sich bereits darum bemüht haben, Schusswaffen zu organisieren. Eventuell für einen Anschlag übermorgen am Tag der Deutschen Einheit. Dafür habe es einen sogenannten Probelauf auf der Chemnitzer Schlossteichinsel gegeben. Am 14. September sollen einige der Festgenommenen zusammen mit anderen gewaltbereiten Rechtsextremen Ausländer angegriffen und teils schwer verletzt haben. Die Beschuldigten gehören der Hooligan-Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an. Ob sie bei den rechtsgerichteten Demos von Pro Chemnitz aktiv waren, ist nicht sicher, gilt aber als wahrscheinlich. Inzwischen gibt es bei diesen Demos zahlreiche rechte Übergriffe, werden vor allem linke Politiker und Mitglieder vom Bündnis Chemnitz-Nazi-Frei immer wieder angegriffen. Erst letzten Freitag wurden sie bis zum Büro verfolgt. Sie haben es aber geschafft, da im Prinzip Unterschlupf zu finden. Und infolgedessen haben so circa 6 Personen die Scheiben eingeworfen und das Rothaus mit Eiern beworfen. Natürlich haben wir ein Stück weit Angst, ja. Schon seit Jahrzehnten gäbe es in Chemnitz ein etabliertes neonazistisches Netzwerk, sagen Politikwissenschaftler. Die Neonazi-Szene in Chemnitz ist seit langem aktiv und hat sich neu formiert nach den Ereignissen von Chemnitz. Aber auch nur deswegen, weil sie schon etabliert war. Man kennt sich und weiß, jetzt kann man zuschlagen. Die Terrorgefahr sei derzeit hoch, so der Bundesinnenminister, und zwar von allen Seiten. So erfreulich der Rückgang der allgemeinen Kriminalität ist, so besorgniserregend ist die terroristische Gefahr bei uns im Lande. Und zwar aus jeder Richtung. 4 Beschuldigte sitzen bereits in U-Haft. Die anderen werden morgen dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt.